So, läuft. Nicht, dass ihr was wertvoll und verloren geht, wenn ich dir so sexuelle Anspielung mache. Ne, wisst ihr, dann ist das nämlich immer so, dann ist die Folge quasi schon offline halb rum und dann müssen wir den ganzen Scheiß nochmal nachspielen und dann ist das... Ja, das war ja in den letzten 10 Folgen war das ja meistens so, ne, dass wir erstmal eine Stunde gequatscht haben, uns die lustigen Sachen notiert haben und dann einfach nochmal aufgenommen haben. Ja, das ist ja dann auch nicht das Gelbe vom Ei. Ne? Nee. Also man will ja dann schon versuchen, möglichst nah am echten Leben zu sein. Warte mal kurz. Ja. Ja, auf jeden Fall, also das T-Shirt, was du anhast, mag ich auf jeden Fall. Erinnert mich dieser Patch dort auf der Brust so ein bisschen an Heinz Ketchup. Ja, und das ist nämlich der Witz. Ah ja. Das ist nämlich genau der Witz. Und zwar, das Plattencover ist so Macaroni and Cheese mit Ketchup. Okay. Und kann ich auch nur empfehlen. Das ist eine coole Band. Das ist nämlich so eine kanadische Band. Und das sind irgendwie 3 Frauen und ein Typ. Und die machen ziemlich dreckigen, ist das Rock? Ja, so Metal, so Schrammelrock irgendwie. Ja, okay. Und die sind ziemlich cool. Genau, und da habe ich mir dieses T-Shirt gleich mitgenommen, weil ich stehe total auf weiße T-Shirts. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber weiße T-Shirts kleiden einfach. Naja, das weiße T-Shirt ist halt das perfekte Accessoire zur blauen Jeans, ne? Also auch zur schwarzen Jeans, aber zur schwarzen Jeans sieht halt auch schwarze T-Shirt gut aus, finde ich. Und mein Kleiderschrank besteht mittlerweile nur noch aus 5 weißen und 5 schwarzen T-Shirts. Und ich bin gerade aber aktuell ziemlich krass noch auf der Suche nach dem perfekten T-Shirt für mich. Begrüße erstmal. Von der Passform? Wollen wir erstmal die Leute kurz begrüßen und dann erzähle ich dir erstmal von meinem T-Shirt Gain. Ja, okay. Gate. Warte, ich sammle mich kurz. Ja, atme mal tief ein und mach mal die Antwort. Mach mal einen Schluck von meinem Kaffee. Boah. Okay, let's go. Awesome, ja. Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hübsche Söhne. Wir sind zurück aus der Osterpause und ich möchte sagen, macht euch gefasst auf eine Stunde beste Freunde, auf eine Stunde Relevanz im Podcast-Universum. Ja. Und ich sage mal, Mats ab. Eine Stunde lustige Tonschuhtypen, die Geschichten aus ihrem Leben erzählen. Exklusiv hier in deinem Ohr. Oh. Hallo Muttis. Exklusiv auf Spotify und überall, wo es noch Podcasts gibt. Geil. Hallo, ja, ey, ich versuche das T-Shirt-Thema mal ganz kurz zu fassen, aber vielleicht hat ja auch irgendeiner einen goldenen Tipp für mich. Und zwar, ey, ich bin ja, du weißt ja, ich bin sowieso schon immer so ein bisschen zu nerdig verankert, ne? Und so ein bisschen, wie sagt man dazu, monkig, wenn man so Sheldon Cooper-artige Anwandlung manchmal hat? Ja, pedantisch, monkig, ein bisschen, manchmal ein bisschen drüber. Ich kann mich auch noch zum Thema T-Shirt. Ja, ich kann mich noch erinnern, das mal vor 10 Jahren oder so, da habe ich mit dir mal eine Stunde über T-Shirts diskutieren müssen. Ja. Da hast du mir nämlich damals deine aktuelle Lieblings-T-Shirt-Marke vorgestellt und mir dann in einem einstündigen Verkaufsgespräch erklärt, warum denn diese die beste ist. Okay, krass. Ja. Das Gute daran ist, dass ich ja so wie alle in meinem Leben, was irgendwie unangenehm ist, einfach verdränge. Und das habe ich dann auch mal wieder vergessen, die Geschichte. Ist eigentlich total schön für mich, total blöd für dich, ne, dass du diese ganze Scheiße weiter in deinem Gehirn hast. Aber da muss ich einfach vergesse nach einer Woche. Aber ich habe jetzt eine Mission. Und zwar, ich habe jetzt angefangen über Ostern. Ich habe 2 Festplatten. Ja, und auf den 2 Festplatten schwurbelt alles rum, seitdem ich einen Computer besitze. Sind wir jetzt bei einer Metapher oder redest du von richtigen Festplatten? Von richtigen Festplatten. Achso, okay. Echten. Okay. Also, gerade jetzt kommt dir so die übelste Metapher mit. Ja, ich habe 2 Festplatten. Eine meiner Seele und eine für meine Gefühle. Und die eine möchte ich jetzt formatieren. Und auf die andere die sprechen. Die eine für illegal runtergeladene Musik aus den 2000ern. Und die andere für Weiberbilder. Na, wollte gerade sagen. Ich habe 2 Festplatten in meinem Herz. Eine für das Leben und die andere für Pornos. Ah, geil. Genau. Du hast 2 wirklich real existierende physische Festplatten. Mhm. Genau. Auf dem befindet sich mein ganzes Leben quasi. Ja. Das heißt, da sind sämtliche
Bewerbungsanschreiben. Was ist denn in deinem Hals los, Alter? Das ist so ein Frosch-Zwillingspärchen, die gerade. Die haben gerade eine kinky Party gefeiert an meinem Hals. Das war gerade die akustische Version von Dr. Soldberg, kommt aus meinem Hals gekrochen, Alter. Und Kuckuck. Und guckt so raus mit seinen Schlabbertentakeln, Alter. Gott, hallo. Hallo, ich bin Patrick und ich bin auch dabei. Kennst du das Video? Ja, na klar. Hallo, hallo, ich bin der Uwe und ich bin auch mit dabei. Fette Party. Fette Party, ich bin Uwe, ich bin auch dabei. Ist so geil, Alter. Nee, was, ja, ich, ja. Was ich eigentlich erzählen wollte, ist, erstens wollte ich dir jetzt von meinen Festplatten erzählen. Ja. Und zweitens, und ich von weißen T-Shirts, aber ist okay. Wollte ich dir von meiner Stimme erzählen. Und zwar, ja. Ich habe einfach mitbekommen, dass unsere Zielgruppe halt auf sehr tiefe, raue Stimmen steht. Das liegt einfach daran, ne, der Marlboro-Mann, das sind ja halt so Sexsymbole, ja, die auch super gut funktionieren und uns auch als Männer gar nicht irgendwie einschränken. Naja. Und ich habe gehört, dass unsere Zielgruppe auf diese Stimmen steht und deswegen habe ich heute ausschließlich geraucht und heute habe ich ausschließlich geraucht, ja, geil. Ausschließlich, um dann jetzt stimmmäßig nochmal richtig on point zu sein, einfach, damit es mal richtig nach vorne geht. Ja, und du hast heute extra nur geraucht, damit einfach das Klientel Muttis, was du ja angepeilt hast am Anfang dieses Podcast-Projekts, dass das abgedeckt ist. Genau, einfach, dass die so auch auf ihre Kosten kommen. Und dass die auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn die neben ihren vierjährigen Kindern rauchen. Oh, ja. Und die, oder nee, die Single-Mom-Zielgruppe, die wir hier erreichen. Ja. Nee, ich stelle mir das so vor, dass sie dann so zu ihren vierjährigen Kindern sagen, halt mal die Zigarette, damit sie in Ruhe die AirPods rausholen kann aus der Tasche. Damit das Kind ihr aber auch nicht auf den Sack geht. Denn jetzt geht das schon wieder los. Damit das Kind ihr nicht auf den Sack geht, während sie Podcast hört. Ey, zum Schluss fällt dir noch der Gin Tonic aus der Hand, Alter. Da ist noch was Dummes da. Ey, ich würd mit dir auch gerne mal bald wieder mal richtig mal so mit Absicht Gin Tonic trinken. Also, Die Zauberwirkung. Ja, ich weiß, du deutest es ja immer wieder an, ne? Ich würde mich auf dieses Spektakel nochmal einlassen, aber dass wir beide zusammen in über den Durst trinken, ist ja zwischen uns tatsächlich eine sehr große Besonderheit. Weil du hast ja sehr, sehr lange einfach keinen Alkohol so richtig getrunken. Ja. Und das kam ja jetzt erst mit der Reife deines Lebens. Und jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich mich kontrollieren kann. Ja, und ich weiß noch nicht, ob ich mich da drauf einstellen kann, weißt du? Das ist so für mich so ein Gefühl, wie wenn so dein Vater zu dir ankommt und sagt, so, jetzt rauchen wir mal die erste Zigarette zusammen. Heute saufen wir mal eben Bäder. Oder heute nehmen wir mal einen Puff zusammen. Heute nehmen wir mal schön hier zwingern. Schön zur Thai-Massage, du. Wo ich die Mutti kennengelernt habe. Ja. Nee, ich musste dich ja früher immer fahren. Das war ja immer das Ding. Ach, sonst hätte ich ja mitgesoffen. Aber ich war ja immer der Fahrer. Ich glaube, das war, was war zuerst, Henne oder Ei? Ich glaube, du bist deshalb immer gefahren, weil du nicht gesoffen hast. Nee, ich wie viele Themen haben wir jetzt eigentlich offen? Also wir haben jetzt schon mal weiße T-Shirts offen. Wir haben deine Festplatten offen. Wir haben den Marlboro-Mann. Haben wir den jetzt zu? Ja, der ist zu. Da müssen wir nicht mehr drüber reden. Klar, den Frosch, das Froschquartett in deinem Hals, das ist nur so, das läuft einfach mit nebenbei, oder? Ja, das Ding macht sich selber zu später. Genau, den schieben wir einfach so, der läuft einfach mit. Das Froschquartett. Ich bin Uwe. Hallo. Rick und Morty. So, okay, dann macht da erstmal die Festplatte zu. Also Thema Festplatte, ganz einfach. Ja. Und zwar, ich habe jetzt über Ostern mal Folgendes gemacht. Ich habe jetzt mal angefangen, ich habe jahrelang nach einem System gesucht, wie ich diese Festplatten gescheit ordnen kann. So. Und dann ist es mir am Osterwochenende jetzt gekommen. Richtig geil. Exhortiere einfach nach Alphabet. Gnadenlos nach Jahreszahlen. Ja, perfekt. Perfekt. Es gibt einfach einen Ordner, der heißt 2010 und da schmeiße ich einfach alle drin aus dem Jahr. Das also alle es geht hauptsächlich um Fotos oder nicht? MP3s, Fotos, PSD-Dateien, alles mögliche. Aber machst du dann einfach noch Unterordner Musik, Fotos, Pornos oder? Einfach alle drin. Aber eigentlich auch, muss ich sagen, ist das ist so ein bisschen so dieses Apple-Prinzip, was Apple aber auch nicht so tausendprozentig durchboxt. Und zwar, eigentlich brauchst du gar nicht diese ganzen Ordnerstrukturen, weil du die ganzen Filter hast. Also du könntest ja rein theoretisch diese Ansicht
auf dem Mac so machen, dass er dir dann automatisch, weißt du, alle MP3s zeigt, darunter dann alle PDFs, darunter alle Fotos. Das kann ja der Mac, ja, diese Ansicht. Genau. Der Ding ist halt nur bei mir ist, dass über die Jahre ganz viele Sachen sich verdoppelt haben. Also das heißt, es gibt dreimal den Ordner Bilder, ja. Und da ist auch dreimal der gleiche Stand drin. Plus, ne, und deswegen, und das möchte ich halt mal alle zusammen sortieren und raffen in einen großen Ordner. Und das mache ich jetzt gerade und dann schiebe ich halt alle nur noch in die Jahreszahlen drin. Ich lasse mir halt immer das Erstellungsdatum der Datei anzeigen. Ja. Und dann schmeiße ich da einfach alle drin. Richtig, und da kommt ihr das jetzt, ja. Ja, voll, Alter. Habe ich übrigens ein Lifehack für dich. Die besten 19 Euro deines Lebens vielleicht in dem Thema. Und zwar gibt es so eine App, die heißt Genie.me, irgendwie so, G-E-N, Genie.me. Und die scannt deinen Rechner auf Duplikate. Und die benutze ich auch gerade. Die habe ich mir jetzt vor kurzem geholt und bin da mit meiner ganze Bilderbibliothek durch die Ding. Und das Ding erkennt halt auch Fotos, die in verschiedenen Dateinamen haben. Weißt du, was ich meine? So, wo das Foto gleich ist, aber die Datei vielleicht anders heißt oder so. Ja, aber andersrum ist halt noch schwieriger, ne? Also Dateinamen sind gleich, aber die Fotos sind anders. Ja, aber das erkennt das Ding halt auch. Das ist richtig gut. Und erkennt halt generell doppelte Dateien und das finde ich, also das macht nicht nur Fotos, das macht alle Dateien, aber ist auf Fotos sehr spezialisiert. Und das erkennt Fotos, die ähnlich sind. Und das ist auch geil. Wenn du irgendwie 6 Bilder gemacht hast von eben Berg, dann zeigt er dir alle 6 an und dann sagt er, willst du vielleicht nicht 5 davon wegschmeißen? Ah. Ist cool. Ja, muss ich mal überlegen. Auf was ich eigentlich aber hinaus will, ist zum Thema Erinnerung. Und da sind mir wieder so ein paar Sachen über den Weg gelaufen, wo ich gemerkt habe, so fuck, Alter, wir kennen uns schon echt, echt lange. Ja. Unter anderem diese, also eigentlich das Bild, das Startbild unserer Freundschaft. Diese phänomenale Gruppenfoto auf dem Hof vom Sportplatz in der 6. Klasse. Okay. Mit einem anderen Kumpel noch, der ist noch mit dabei. Ja. Zu dritt. Der ist auch mit dabei. Und der war auch mit dabei. Und das ist eigentlich das Startfoto unserer Freundschaft. Ich hatte noch so fancy Schlaghosen an und ein Fishbone-T-Shirt. Hatte ich da so eine weiße Hose an, wo so Taschen vorne drauf genäht waren? Ist das das Bild? Genau. Genau. Creepy. Ja, verstehe. Ja, genau. Geil. Und da waren wir 6. Klasse und das Bild habe ich heute wieder entdeckt und dachte so, wir sind wie gute Weine, muss man mal wirklich sagen. Kannst du doch mal abfotografieren und dann jeder, der uns 100 Euro überweist, den würden wir das Bild zuschicken. Nee, wir machen einen Onlyfans-Kanal. Ja, noch besser. Ey, Alter, das wäre wirklich lustig. Onlyfans und dann können die Leute sich quasi und so private Bilder von uns, Alter, warte mal ganz kurz. Willkommen wieder in einer neuen Folge Piets Geschäftsideen und los geht's. Ey, wir haben eigentlich, kann man sagen, dass wir bisher in jeder Folge irgendeine erfolgreiche Geschäftsidee hatten? Kann man das sagen? Erfolgreich, also wenn du das Wort erfolgreich mal wegnimmst, dann ja. Erfolg heißt, dass es sich gut anfühlt. Achso. Was ist schon Erfolg? Naja. Wir haben dafür die Muttis. Und unseren Podcast. Ja. Sag mal, Thema Ostern, hast du ein paar... Oh nee, machst du jetzt einen Eierwitz? Na los, komm. Hab ich doch gehabt. Hast du ein paar Eier? Du einen Eierwitz machen? Hast du ein paar pralle Eier gefunden? Ein paar pralle Eier oder? Im Busch gefunden, war ja nicht so leicht. Mal ernsthaft jetzt. Corona-bedingt, wie hast du Ostern dieses Jahr verbracht? Corona-bedingt habe ich Ostern so verbracht, dass Ostern nicht so richtig stattgefunden hat. Hm. Würde ich sagen. Also privat. Private. Gut. Ja, war, ich überlege gerade. Das erste Mal war der Grill an diesen Sommer. Diesen Sommer, wie ich eiskalt sage, diesen Sommer. Aber ist ja so Sommerzeit, also ist Sommer, ne? Ja. Ja, total. Also ich meine, ich saß heute hier in der Wohnung und es hat geschneit und gehagelt. Ja, kann doch mal im Sommer vorkommen. Aber ey, dafür sitzen wir jetzt hier gerade bei Tageslicht, ne? Das ist auch einfach mal der erste Podcast, den wir gerade bei Tageslicht aufnehmen. Ja, stimmt. Und das gefällt mir. Ich sehe zum ersten Mal dich im Tageslicht und meinen Computer und so. Das ist schon. Das ist schon irgendwie, das finde ich auch ganz angenehm, muss ich wirklich sagen. Ansonsten ist alles, was so mit Geschenken und so zu tun hat, einfach durch. Also das für den kleinen Normie gibt es nichts mehr einfach. Nee, ist vorbei. Kein nicht. Ich habe dieses Jahr ohne nichts bekommen, ne? Also sonst, ich stand auch so vor der Tür und habe eigentlich gewartet, dass der Osterhase mal vorbeikommt. Nix. Und vielleicht noch so eine kleine Tüte vor die Tür stellt.
Die Zeit ist vorbei, ja. Alter. Ja, kommt ja nicht mehr. Nicht mal vom Arbeitgeber. Deswegen lass uns das schnell abhandeln. Hast du irgendwas Lust hier zu erzählen aus Ostern? Ist irgendwas passiert? Hast du dir die Eier angemalt? Oder können wir dann Haken hintermachen? Können wir dann Harten hintermachen? Können wir dann Spaten hinterklappen? Nee, Ostern haben wir im Wintergarten. Was? Ostern war bei mir ähnlich unspektakulär. Bin auch dafür, dass man das jetzt einfach wegignoriert. Also das ist auch einfach mal gut, weil wir haben jetzt ein Jahr lang gemerkt, dass man mit diesen ganzen Feiertagen, dass man das eigentlich gar nicht braucht. Genau. Kann man sich eigentlich alles sparen. Und deshalb, die Feiertage nehme ich gerne mit, aber wir müssen da jetzt nicht noch mal drauf. Also diesmal, also ich finde es spaßig, dass wir da diesmal anscheinend genau andersrum in der Meinung sind, aber ich habe richtig die Schnauze voll gehabt und habe heute, wir nehmen ja heute am Ostermontag auf, für die Leute. Ich habe heute einfach nur Montag gemacht. Bin heute schön ins Studio gefahren, habe gearbeitet. Und wow, auch toll, hatte. Herzlichen Glückwunsch. Nee, nicht jetzt, um hier den Workaholic raushängen zu lassen. Ich habe eigentlich nur Pornos geguckt und wollte meine Ruhe haben. Aber mir hat es gereicht. Ich muss aber dazu sagen, ich habe sowieso die komplette letzte Woche Homeoffice gemacht, weil ich das Gefühl hatte, ich krieg so einen kleinen Schnuppen. Findet immer so geil. Ich kann mittlerweile meinem Körper dabei zugucken, wie er so gegen so kleine Schnüpfchen ankämpft. Und wie er sie einfach zerberstet, Alter. Bam. Kurz mal am Hals gekratzt. Und dann habe ich, und damit möchte ich heute schon mal mein erstes Kochrezept raushauen, um halt auch einfach mal diese ganzen anderen Podcasts, die, weißt du, so alles, was diese Podcasts machen, das vereinen wir jetzt einfach in unserem Podcast und dann ist alles andere Relevanzmaximierung 1000, so. Ich habe mir selber Ingwer-Shots gemacht. Okay, nice. Und erzähl das ist mal. Geil und da ist auch das Einfachste der Welt und zwar, du nimmst einfach wirklich eine Ingwer mit samt Schale, wenn es eine Bio-Ingwer ist, mit Schale und schmeißt sie in den Mixer rein. Dann schmeißt du noch eine Zitrone drin, ohne Schale, weil ist sonst bitter. Und für das kleine Süßmaul, für jeden, dem das einfach zu sauer scharf ist, einfach noch ein bisschen Apfelsaft draufkippen. Ansonsten einfach Wasser. Fertig. Mixer anschmeißen, dann durch ein Sieb jagen und dann in eine Flasche abfüllen. Hält so 2-3 Tage, war das frisch und dann war das nicht mehr schön. So. Aber glaubst du denn wirklich daran, dass das hilft? Ist safe. Also bei Ingwer ja, definitiv. Also diese Phänomen, was Leute machen, wenn sie krank werden und dann diese, jetzt brauche ich ganz viel Vitamin C und jetzt kaufe ich mir mal ganz viel Orangen und so. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen Murks, weil so schnell kommt das Vitamin C, glaube ich, dann im Körper auch nicht an, dass wenn du schon krank bist. Also das wäre sinnvoll, vorher den Körper mit Vitamin C immer schön abzudecken. Vor allen Dingen im Winter. Also im besten Fall, wenn du gesund bist, einfach präventiv, jeden Tag genau. so ein Netz Orangen reinpfeifen. Jeden Tag einfach so ein Netz Orangen, genau. Aber diese, so ich werde jetzt krank, jetzt hau ich mir mal hier dieses Vitamin-C-Pulver, was ich mal kostenlos in der Apotheke mitbekomme, rein. Das ist, glaube ich, Quatsch. Aber Ingwer ist tatsächlich für mich, ey, Alter, und selbst wenn das nur frei erfunden ist und in meinem Geist stattfindet, aber Ingwer ist mein Ding überhaupt. Wenn ich krank werde oder krank bin oder auch wenn ich gesund bin, ich konsumiere eigentlich fast täglich Ingwer. Zu der kalten Nudelsuppe? Hühnersuppe? Was hältst du davon? So, wenn man ich glaube, damit kenne ich mich nicht aus, aber ich glaube, dass dieses Hühnersuppending irgendwas hat. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich weiß nicht so richtig, wieso, weshalb. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass dieses Hühnchen komplett mit gekocht wird. Ich weiß nicht, ob da irgendwas mit diesem Knochenmark oder so zu tun hat. Aber das ist das, was ich zumindest mal gehört habe. Weil das sind ja so diese Standard-Gesundmachgerichte. Ein schöner Topf-Hühnersuppe. Dann ja, so diese Ingwer-Shots. Dann gibt es ja noch so etliche. Gibt es so Sachen, die hat meine Mutter mir früher gegeben. Kennst du Meditonsin? Nee. Das ist so ähnlich, so ein bisschen, so hat so ähnlichen wie Globuli. Also Zucker oder was? Ja, das ist. So was gibt es ja dann auch so, die Leute, die dann so was, oder weiß ich nicht, so eine Brennnessel kauen oder so. Aber das Allerwichtigste, was hilft, wenn man krank wird, ist Schlaf. Einfach Schlaf. Und Vigmedi-Night, Alter. Einfach auch mal hier an dieser Stelle Vigmedi-Night droppen, weil das alles drin, das Alkohol drin, das Schlafmittel drin, freie Nase ist da drin, Kopfschmerz hier, Paracetamol ist da drin. Also der Schnaps, der kippt dich einfach weg.
Beste. Big Medi Night ist so irgendwie das Heroin für Leute, die ungerne auf illegalen Pfaden unterwegs sind. Alter. Ich habe das irgendwann mal vor 2 Jahren mal wieder genommen, weil da ging es mir auch ein bisschen schlecht und konnte mich erinnern, dass Big Medi Night ja so gut helfen soll. Und reib mich damit ein. Nee, warte mal. Nee, Big Medi, das ist was anderes, was du meinst. Also die gibt es auch von Vic hier zum Einreden, Vic. Ja, keine stimmt. Ahnung. Ich habe Edit gemacht tatsächlich. Big Medi Night ist dieser Schnaps, den du säufst. Genau, den Schnaps. Und dann, wie heißt denn immer noch, mit was man sich einreiben kann? Das ist diese Brennpaste. Ja, keine Ahnung. So, meinst, aber ich will auf jeden Fall mich eingerieben, mich ins Bett gelegt und dann habe ich mir noch, als ich dann schon lag im Bett, mir noch ein Schnäpschen gegeben. Hm, ich sag mal so, es könnten vielleicht doch 2 gewesen sein. Weil es so gut schmeckt einfach. Weil es auch einfach so gut schmeckt. Ich sag dir, Alter, nach einer halben Stunde habe ich so einen Film geschoben. Ja. Da bleibt dir ja nicht mehr anderes übrig, außer gesund zu werden und zu schlafen, ja, Alter. Das weil du so der Körper sagt, nein, bitte nicht noch einen, ich werde schon gesund, ist gut, ist gut. Ey, aber 10 Euro, wenn du dir diese Zeug, was man sich auf die Brust schmiert, wenn du dir die Brust mal nach dem Rasieren damit eincremst, Alter. 10 Euro. Kennst du das, wenn du dir die Achseln rasierst und dann so schön Deo drunter knallst? Na, habe ich mal gehört, dass das nicht gut sein soll, kurz nach der Rasur. Das brennt halt wie Hölle, ja. Alter. Da aber ist ich habe mich auch als ich 30 geworden bin, habe ich mich auch dafür entschieden, einfach auch so was nicht mehr zu rasieren. Ja, ja. Ich muss ab und zu mal, muss ich mal so einen Grundputz machen, weil es riecht ja auch irgendwie. Ey, da auch kleiner Lifehack, einfach mit einer Maschine machen und nicht mit einem Nassrasierer, dass du halt nicht komplett auf Null gehst. Und zwar gibt es hier bei hier DM und Rossmann und wie die alle heißen, da gibt es auch so kleine Elektrorasierer, die jetzt nicht gleich so eine Haarschneidemaschine für 40 Euro kaufen muss, sondern so ein 10-Euro-Ding. Wir können ja einfach diesen Podcast umbenennen in Norms Lifehack-Ecke oder ja, so. Der Beauty-Podcast. Weil, du haust ja die ganze Zeit einen nach dem anderen raus. Da ist ja wirklich immer einer mit dabei, Alter. Hast du noch zusätzlich irgendwas? Ja, Alter, ich hab das Leben einfach studiert, weißt du? Also mein komplettes Leben steht einfach da aus Sachen, die mich ankotzen, mir die irgendwie leichter zu machen. Ich hasse das da. Ich finde das ja nämlich auch schlimm, weil erstmal brennt das ja wie die Hölle, wenn du da Deo raufschmierst. Und zweitens juckt das ja auch erstmal 3 Tage, wenn du dir die Achseln komplett mit so einem Nassrasierer rasierst. Und dazu kommt auch noch, dass ich einfach auch keinen Nassrasierer mehr so richtig verwende. Also auch für meinen Bart im Gesicht nicht und so irgendwie. Es wird auch was ich gar nicht mehr so richtig im Haus habe. Okay. Ich hab mir jetzt mal wieder einen Nassrasierer gekauft, aber einfach für das Gefühl. Der macht es nicht besser und nicht schneller. Aber irgendwie fühle ich mich maskuliner, wenn ich mir so mit so einem Pinsel so die Rasierseife so ins Gesicht. Ich sehe danach auch immer aus, ey, ich muss überall so kleine weiße Sachen an meinen Hals machen, weil ich mich überall aufgeschnitten habe. Ja. Also das Feeling, das Gefühl, finde ich, ist schon deutlich angenehmer, als wenn du da mit so einer Rasiermaschine ranierst. Musst du mal einfach ist richtig. Ich habe das auch neulich mal wieder gemacht und das passiert, was immer bei mir passiert, ich krieg dann immer Pickel am Hals. Also so Rasierpickelchen. Weil meine Haut sagt da einfach, nein, lass es. Ich frage mich gerade, ob diese Gesprächsthemen, die wir gerade führen, ob die so zielgruppenfördernd sind. Na, bei den Männern in unserem Alter auf jeden Fall, Alter. Ja, aber das ist ja nicht unsere Hauptzielgruppe. Wir wollen ja die 35-jährigen Mamas abholen. Und ich frage mich gerade, ob die, wir haben ja gesagt 35-jährige Single-Mamas, ne? Ja. Und vielleicht also erinnern so, wie die mit diesen Gesprächsthemen zu doll an ihren Ex-Mann-Freund. Oder ihrem zukünftigen. Ja, aber sind wir nicht eh alle gleich? Also sitzt sie nicht sowieso da jetzt denkt und rucht gerade eh auf dem Balkon und denkt sich, ja, okay, hab letztes Mal in den Scheißetopf gegriffen, werd auch beim nächsten Mal in den Scheißetopf greifen. Oh, jetzt hör mal auf, sag mal so weit nicht. Naja, aber wir haben doch alle diese Probleme, dass uns die Achseln kitzeln, nachdem wir die nass rasiert haben. Da kommst du doch nicht drum rum, Moni. Da hast du doch keine Möglichkeit. Kommst du nicht dran, Moni? Okay, pass auf, wir müssen mal über was anderes sprechen. Ja, über T-Shirts wollte ich eigentlich reden, aber ist okay, Alter. Ist ich mach mal so, guck mal, wenn ich so mache. Ja. Hast du eigentlich einen Lifehack gegen Deo-Flecken?
Findeo benutzen. nee, ich hab, also ja, ich glaube, der einzige Lifehack, den man da haben kann, ist, dass man durch verschiedene Deo-Sorten durchgeht. Das ist halt, glaube ich, immer ein Problem mit, ist da jetzt Aluminium drin? Ja, nein. Und welche Zusatzstoffe? Ja, aber ohne Aluminium stinken die Achseln. Ja, kannst du lassen. Ist einfach, einfach so, wie das ist. Und ich habe einen Deo-Roller mit Aluminium, der mich wahrscheinlich tötet auf Dauer, wo drauf steht, extra für weiße T-Shirt Anti-Flecken-Formel. Steht sogar bist drauf. Bist du mit dem zufrieden? Null. Bist du mit dem zufrieden? Ach, sieht aus, als hätte ein Elch auf meine T-Shirt-Achseln gepisst. Aber einer mit so einer Harnröhreninfektion. Als wäre noch Blut mit drin. Nee, aber ist schon nicht so leicht. Ich habe neulich irgendwie gehört, Essig rufkippen und dann mit Essig einweichen und mit Essig waschen und so. Tausend Lifehacks funktioniert halt nicht. Da gibt es bestimmt auch super Reinigungsmittel von Frosch. Ja. Bio-Reinigungsmittel. Kann ich auch nur empfehlen. Ja, Frosch haben wir im Haushalt nur zu Hause. Frosch-Reinigungsmittel. Ja. Frosch im Hals, Frosch im Kühlfach, alles da. Ja, Frosch auf der Waschmaschine. Ja. Ich wollte mit dir noch mal eins kurz über die Hausboot-Doku sprechen. Ey, gut, dass du das sagst, weil das hatte ich nämlich auch noch im Hinterkopf. Ich habe mir die ja mittlerweile angeguckt, auf deinen Ratschlag. Ja. 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 Und? Möchtest du Feedback? Hat mir sehr gut gefallen. Ich habe das in 2 Tagen weggesuchtet, was gar nicht so häufig passiert, dass ich das dann so viel auf einmal gucke. Aber das hat sich sehr flockig weggeguckt. Ich habe sehr geschmunzelt und ich musste vor allen Dingen auch sagen, ich bin ja mal so ein Typ, ich kommentiere ja sowas immer durchgängig. Ne? Wenn ich sowas gucke, dann brabbel ich immer die ganze Zeit vor mich hin. Naja, das wird doch sowieso viel teurer, als sie das da gerade geplant haben. Und das haut doch nicht hin und kick doch mal da. Das ist doch die Stange, die ist doch schief da. Bist du so einer? Machst du das doch bei Spielfilmen? Nee. So gleich küssen sie sich, gleich küssen sie sich. Nee, bei Filmen nicht, da hätte ich die Fresse. Okay. Weil das ist ja alles gewollt und geskriptet und so weiter, ne? Aber das ist für mich irgendwie so dieses Hausboot-Ding, das ist für mich so ein Gesellschaftsthema, wo ich dran teilhabe. Das ist genauso, wie wenn ich mir eine Markus-Lanz-Folge angucke und dann halt den AfD-Politiker die ganze Zeit so am Fernseher beschimpfe, während der da sitzt und ihn so anbrülle, als würde er mich hören. Ja, dann mach doch einen besseren Vorschlag, du Spinner. Weißt du so, dann steht dann da und brüllt so den Fernseher an. Finde ich gut. Ja. Und auf jeden Fall, was sehr witzig war bei dieser Hausboot-Doku, ist, dass ich dann irgendwie so meinte, ja, also, für was haben die das gekauft? Für 20.000 das Boot? Für 20.000 Euro, ja. Genau. Und Icke so, ja, da stecken die locker nochmal 20, 30, vielleicht sogar 40 drin. So eine Doppelte von dem Boot. Sag ich so. Und was hat das Ding dann am Ende gekostet? 500.000 oder so? 500.000? Also ich war so richtig unten drunter, obwohl ich so eine große Fresse noch hatte. Doppelt. Ja, da gab es ja, warum ich mit dir darüber reden möchte, ist, ihr habt so 2 Punkte, die jetzt irgendwie aufgetreten sind, über die sich Leute beschwert haben bei der Serie. Ja, hol mal raus. Und du willst hier jetzt mit mir diskutieren, ob ich das auch so sehe? Genau, weil du eigentlich möchtest einfach mal so deine Meinung dazu hören, ob du findest, dass die Punkte angebracht sind oder ob da wieder mal jemand ein bisschen über die Stränge geschlagen ist, so ein kleiner Halotri, mal wieder ein bisschen, ne? Erster Punkt war, kannst du dich an die Szene erinnern, wo... Ich soll mich an irgendwas erinnern, danke. Ja. Kannst du dich erinnern an die Szene, wo die den Leuchtturm gezeigt haben, der an die Wand gemalt ist? Und Finn Kliman sich so hinlegt und es aussieht, als wäre es sein Penis. Ach so, natürlich. Ja, die beste Szene in der ganzen. Hätte ich übrigens safe auch gemacht, die Nummer, wenn du sie nicht vor mir gemacht hättest. Gab es jetzt den Punkt oder die Diskussion, ob das jetzt irgendwie sexistisch ist oder irgendwie auch, naja, nicht ordentlich in der aktuellen Debatte von allen? Mhm. Okay. Ne, ist wieder diese typische Ding so, das Phallus-Symbol des Mannes, dargestellt, groß, würde man ja nicht mit einer Vagina sagen? Mit einer einem aufgeschnittenen Pfirsich. Mit einem Schmetterling, der zur Sonne greift. Auch gut, ja. Genau, und da war die erste Diskussion, ob das denn okay ist. Was denkst du? Ja, mich würde mehr interessieren, was die Mädels darüber denken. Ja. Weil ich kann das ehrlich gesagt gar nicht so richtig beurteilen. Wir sind ja gerade auch beide in einem Lernprozess. Von daher, als ich mir das jetzt angeguckt habe, habe ich ehrlicherweise gar nicht daran gedacht, ne? Aber
Ist ja auch logisch. Also, ich habe ja auch den Verstand von einem Vierjährigen und dachte so, ja, den Pimmelwitz hätte ich auf jeden Fall auch gemacht an der Stelle. Safe. Ja, aber das, weißt du, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, genau. Mein Freund. Ja, deswegen sage ich ja, also ob ich jetzt im Nachhinein dann, ob das im Nachhinein die richtige Entscheidung gewesen wäre, mir diesen Leuchtturm da als Piepern einmal im Fernsehen ableuchten zu lassen, weiß ich nicht. Aber ich hätte es in dem Moment wahrscheinlich auch lustig gefunden. Ja, genau, das finde ich halt den spannenden Weg, weil ich glaube schon nämlich, dass wir beide uns auch mit dem Podcast zusammen durch den Weg oder auf dem Weg zur ne, diese ganze Gender-Sache, LGBTQ, Rassismus, diese ganzen Themen, die aktuell diskutiert werden. Und du hast es gerade so schön gesagt, da befinden wir uns ja auch in einem Lernprozess, das alles aufzufassen, aufzunehmen. Und zum Thema Pimmel, Leuchtturm, Finn Kliman, Hausboot. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass mich das jetzt irgendwie, ne? Ich will halt mal das Argument hören. Dann können wir uns halt auch unterhalten. Ja, das Ding ist, wir sind ja in einer leichten Position. Ich meine, wir sind die Männer. So, uns, also, ne? Also jemand, der aus der gleichen Sicht argumentiert, ist ja ein bisschen einfach. Ja, deswegen sage ich ja, mich würde mal halt ein Argument dagegen interessieren oder was daran schwierig ist und dann hätte ich eine andere Ausgangssituation, weil dann könnte ich mich jetzt hinsetzen und sagen, okay, verstehe ich. Okay. Das ist doof. Also ist jetzt so eine Sache, da müsste man mal tiefer reinhorchen. Ja, ob genau, weil ich kann mir jetzt selber nicht das Gegenargument gerade ausdenken, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Weiß ich nicht. Also, aber grundsätzlich erstmal verstanden und auch. Okay. Ja, also die Frage ist natürlich auch sexistisch im Sinne von, ist es zu sexualisiert, also dass man generell einfach keine Pimmel zeigen soll im Fernsehen oder geht es um Sexismus gegenüber Frauen, dass es irgendwie die Frau abwertet, weil dort ein Pimmel gezeigt wird, das ist erstmal die erste Frage, die mich interessiert, wofür kam der Shitstorm? Und darüber kann man nämlich auch nochmal reden, wenn es jetzt einfach nur darum geht, ja, man soll keine Pimmelwitze im Fernsehen machen, dann, ja, dann weiß ich nicht, dann muss man halt diese Serie ab 16 machen und dann ist gut. Ja, das Ding, was ich halt ja auch so ein bisschen sehe, ist ja, dass, wenn man jetzt mal Finn Kliman nimmt, ne, so als Person, wie er drauf ist, der hat ja 2017 auch mal diesen 100 Meter großen Penis in den Boden gesprengt. Ja. Okay. Hast du das mitbekommen? Ja, nee. Nee, habe ich nicht mitbekommen. Er hat folgendes gemacht, er hat quasi Sprengstoff auf dem Feld angebracht in Form eines Penises. Also, wie man halt so einen Pimmel zeichnen würde. Ja. Und dann ist er halt mit einer Drohne drüber geflogen und dann haben die das Ding halt hochgehen lassen, haben die halt einen riesigen Penis in so ein Feld reingesprengt. So. Okay. Und das Ding ist, ich glaube, wenn man ihn jetzt so nimmt, als Typen, wie er drauf ist, doch ein bisschen kindisch, so wie wir, ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass man ihm das dann durchgehen lassen soll, aber dann, also dann, weiß ich nicht, empfinde ich das als nicht so. Ey, am Ende des Tages, ich weiß das, und wir haben gerade beide richtig Todesangst, das merke ich ja, um hier irgendwie was Falsches zu sagen. Am Ende des Tages bin ich persönlich dafür, dass wir zuallererst eine Debatte darüber führen, an Stellen, wo das wirklich, wirklich wichtig ist, wo es wirklich darum geht, dass, keine Ahnung, ich einer Frau nicht einfach an den Arsch krapsche oder den nicht hinterher pfeife oder ihr nicht irgendwie 10 Minuten lang auf die Brüste starre oder keine Ahnung. Ja, diese Übergriffigkeit, diese Sachen, die einfach nicht gehen. So, und die Sachen, die sind erstmal viel, 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 viel wichtiger aktuell. Ja, also bitte berichtigt mich oder schreibt mir, wenn ich da eine falsche Sichtweise habe. Ist mir das gerade persönlich ein wichtigeres Anliegen, als ob irgendeiner einen Penis aufs Feld malt oder ihn hochjagt oder einen Leuchtturm als Penis kurz nimmt, so aus Spaß. Sollte das aber in einem großen Zusammenhang stehen und am Ende irgendwie Teil dieses großen ganzen Problems sein, dann müssen wir uns darüber am Ende halt auch unterhalten. Ja, ja. Das ist ja genau das Gleiche wie, wenn man sich bei der Rassismusdebatte darüber unterhält, ob denn ein Kind zum Fasching sich als amerikanischer Ureinwohner oder Wesse verkleiden sollte und so weiter. Ja, das sind Themen, so natürlich nicht. 2021 schicke ich mein Kind so nicht mehr zum Fasching, machen wir einfach nicht mehr, Punkt. Aber bei der Sexismusdebatte müssen wir da noch hinkommen und dann brauche ich gerade noch ein bisschen Aufklärung. Wo brennt es jetzt gerade? Ja, deswegen wollte ich den Punkt mal mit reinbringen. Ich glaube nämlich, dass das ein spannendes Thema ist und da kann man durchaus, vielleicht müssen wir uns mal zum nächsten Podcast da noch mal ein bisschen schlau machen. Na, vielleicht kriegen wir mal ein paar Zuschriften. Wie seht ihr denn das, Mädels? So, was geht denn in eurem Kopf vor,
wenn jemand irgendwie, da war ja ein schöner gestalteter Leuchtturm, der einfach an die Wand gemalt wurde als Dekoration für diese Zimmer, was dort gestaltet worden ist in dieser Dokumentation. Mhm. Und er hat sich da in so eine Art Rückwärtsrolle an die Wand gelehnt, so dass es so ein bisschen aussah, als würde der Leuchtturm so aus seiner Hose kommen. Und der Leuchtturm war im Vergleich zu ihm vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, ein Meter oder 75 Zentimeter oder so. Sah aus wie ein überdimensional großer, irrigierter Penis. Genau. Der so leuchten konnte. Aber er wurde jetzt auch nicht mit diesem Sinn an die Wand gemalt, sondern war schon ein Leuchtturm. So, er ist genau, nur auf die Idee gekommen, aha, warte mal kurz, das passt ja hier irgendwie. So, genau, und richtig. Dann könnt ihr uns ja mal gerne sagen, was da in eurem Kopf vorgeht, wenn da sowas passiert. Richtig. Bin ich mal sehr neugierig. Zweiter okay. Punkt, ja. Der aufkam bei der Doku war, das ist ja alles fake, weil das weiß man ja vorher, dass das nicht 20.000 kostet und Netflix hat das vorher schon alles bezahlt. Das heißt, das ist alles gestaged und da haben sich wohl auch Leute so ein bisschen drüber ereifert, dass das wohl nicht so real ist und was das denn soll und hast du nicht gesehen. Wo ich jetzt mir dachte so, ja, glaube schon, dass die ein paar Euro damit verdient haben, wenn das Ding auf Netflix online geht. Ne? Also würde mich auf jeden Fall nicht wundern. Anders wiederum dachte ich mir so, naja, also ein Olli Schulz wollte ja einfach nur dieses Hausboot von dem, jetzt habe ich seinen Namen leider vergessen. Gunter Gabriel. Von Gunter Gabriel, dankeschön, einfach kaufen und dachte, er kauft das Ding einfach, wischt da mal sauber durch ne, und macht daraus ein Partyboot oder dieses Künstlerboot. Entschuldigung, aber dafür hat er auf jeden Fall den Vollidiot der Woche verdient, aber ist nicht schlimm. Ja, aber vielleicht so auch ich wollte gerade sagen, so eine Naivität, das hätte, was die Welt braucht, diese Naivität. Weil sonst wäre dieses Boot ja am Ende da nicht bei rausgekommen, wenn der nicht so dämlich gewesen wäre und dieses Boot nicht gekauft hätte. Ich sag mal so, dass das Ding nur 20.000 kostet, so plus Summe X, um mal ein bisschen sauber zu machen. Da muss ich ehrlich gestehen, da habe ich mit meinem Profiblick das natürlich in Folge 1 schon gesehen. Das ist vielleicht ein bisschen. Spätestens ab dem Moment, wo Finn Kliman diese Deckenverkleidung abreißt und da diese Pampe rausläuft in der ersten Alter. Da dachte ich auch schon, Alter, die können dieses Boot, können die eigentlich so wie es ist, können die das eigentlich in eine Schrottpresse fahren? Naja, haben die ja zum Schluss gemacht, wenn du dir das Boot mal anguckst, da war ja nicht mehr übrig. Da war nicht mehr übrig. haben wir jetzt gespoilert, ne? Aber gut, ja, euer Pech. Also, Fakt ist, dass dass diese Naivität dann am Ende halt auch braucht, um irgendwie so ein Projekt auf die Beine zu stellen. Und von daher, ach. Gut, aber soll ich darauf mal eingehen, was du gerade gesagt hast? Ja, sehr gerne. Ich denke, Bullshit. Also erstmal glaube ich nicht, dass Netflix das großartig bezahlt hat. Ich gehe davon aus, dass Netflix ein bisschen die Produktionskosten übernommen hat, weil die haben ja auch eigene Mitarbeiter, die da mit am Set sind und die dann irgendwie gucken, dass daraus irgendwie was Sendbares wird. Ja. Mhm. Und ich habe auch in einem Interview gehört, ich weiß nicht, ob es Olli Schulz oder Finn Kliman war, der hat gesagt hat, dass Netflix von vornherein gesagt hatte, Boot bezahlt ihr aber alleine. So ein harter Move, ey. Und ich finde, ich habe nämlich auch überlegt, als ich diese Doku gesehen habe, habe ich mich auch überlegt, so inwiefern Netflix und so weiter. Und da war auch so mein Brauchgefühl, dass die mit der Idee zu Netflix hingegangen sind vielleicht und gesagt haben, ey, hier, oder vielleicht haben die sogar angefangen, das schon selber zu drehen und selber zu produzieren, weil das sieht ja auch alles so ziemlich nach Finn Klimans Handschrift aus, alles, ne? So wie die gedreht wurde, die Typografie, das ganze durchdesignte Ding. Und ich glaube auch im Abspann war so ein bisschen zu lesen, dass sie das, glaube ich, relativ krass auch selber produziert haben. Also, wisst ihr, was ich meine? Ich glaube nicht, dass, ich kann mir nicht mal vorstellen, dass Netflix da überhaupt Kameraleute oder so hingeschickt haben. Ich glaube, wahrscheinlich haben die da einfach nur eine Regie zur Verfügung gestellt, vielleicht Produzententeam, irgendwie 5 Leute oder so, die sich da noch vielleicht ein bisschen beim Schnitt mitgeholfen haben, keine Ahnung. Ja gut, vielleicht ein bisschen die Infrastruktur, ne? Also genau, so alles, diese ganze Ding, damit es natürlich auch in so eine ausstrahlbare Dokumentation passt. Was ich mich nur gefragt habe, ist, warum haben die dann den Tim Meltzer doch nicht mit drin genommen? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Das habe ich mich auch gefragt. Also erstmal, den einzigen Punkt, den ich so ein bisschen, wo ich so ein bisschen zustimme, ist dieses Descripted-Ding, ne? Weil am Ende des Tages ist das halt Fernsehen und Fernsehen musst du halt skripten und das verstehen die Leute immer nicht. Das ist so wie bei Joko und Klaas mit ihrem Duell um die Welt und diese ganzen Sendungen, die da machen. Da meckern ja auch immer Leute, ja, das ist doch gescriptet und bla. Ich persönlich finde das auch manchmal doof. Aber du würdest das halt sterbenslangweilig finden, wenn die das nicht halt ein bisschen aufbereiten würden. So, das gehört halt dazu, das ist Fernsehen.
Und deshalb finde ich, ist das so ein Bullshit-Faktor. Am Ende nehmen die halt, natürlich versuchen die daraus ein unterhaltsames Projekt zu machen. Und natürlich soll das irgendwie witzig sein, wenn du das anguckst. Aber deshalb faken die dann nicht die Hälfte durch. Und bei Tim Meltzer, ja. Alter, ganz ehrlich, jeder weiß ja, dass Tim Meltzer halt so ein Typ ist. So, ich finde den ja sehr cool, du findest den auch cool. Aber man weiß ja auch, trotz alledem, dass Tim Meltzer auch, der kann auch schon Endgegner sein. So, vielleicht haben die sich da am Ende nicht einigt. Vielleicht aber auch nicht, Alter. Also, ich glaube nicht, dass Finn Kliman generell irgendwelche irgendwelche Probleme da hat, diese Boot zu finanzieren. Ja. Besser? Okay. Also das ist halt ein cooles Gimmick, wenn dann Tim Meltzer kommt und sagt, komm, wir machen hier noch so ein Ding draus und bla. Vielleicht war es aber auch so, das ging mir persönlich so, ich fand Meltzer hat irgendwie, der hat da so eine lieblose Einstellung gesagt. Gehabt. Nee, ich kann mich an einen Ausschnitt erinnern, wo er meinte so, naja, aber das Richie halt machst du mit der Hochzeit. Genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist der Punkt. So. Und das fand ich so, da hätte ich als Finn Kliman dann keinen Bock drauf. Da hätte ich dann gedacht, oh nee, das Boot soll irgendwie was Cooles sein. Naja, aber wo man dem Meltzer dann wahrscheinlich aber recht geben muss, ich meine, recht geben, Mann, Alter, Patrick. Jetzt, wo man dem Tim Meltzer recht geben muss, ist, ich meine, so ein Künstlerboot ist alles cool, auch keine Frage, ne? So Leuten, Künstlern irgendwie die Chance geben, aufzunehmen und Platten aufzunehmen und die ganzen Sachen zu machen, richtig cool. Aber wo er wahrscheinlich recht hat, ist, naja, ich sag mal, so das richtige Geld, damit das Ding sich finanziert, damit das auch, damit du auch nach 10 Jahren mal den Anstrich wieder machen kannst, damit auch 5 Mark hängen bleiben. Ja. Das machst du wahrscheinlich dann eher über ein Fotoshooting oder eine Hochzeit oder so, ne? Da hat er wahrscheinlich nicht ganz Unrecht. Da hat er voll ist recht. Das ist doch so ein Finn Kliman scheißegal, weißt du, was ich meine? Das ist so ein Finn Kliman-Typ, der einfach sagt, ich habe Bock, dieses Projekt zu machen, das soll irgendwie geil sein, das soll Spaß machen und ich will daraus irgendwie noch, mein Traum ist irgendwie eine Doku auf Netflix zu haben, bla bla bla, das sind doch die Sachen, die einen Finn Kliman interessieren und nicht, wie viel Geld da am Ende bei rumkommt. Der ist natürlich froh, wenn der die halbe Mille dann da irgendwie wieder reinholt, aber ich glaube, danach ist dem auch real. Weil ja, wahrscheinlich sagt er sich, wenn ich in 10 Jahren rinkriege, ist gut. Das ist dem Wurst. Der denkt nicht wirtschaftlich und selbst wenn er die halbe Mille in den Sand gesetzt hat und die aber vielleicht dann mit einem anderen Projekt wieder reinholt, dann ist dem das auch real. Also ich glaube, der ist nicht so ein Typ, der mit 10.000 Euro in der Tasche den ganzen Tag rumrennt, sondern der braucht immer so viel Geld, wie er gerade irgendwie hat. Eigentlich ein sehr inspirativer Typ, war. Der ist eine große Inspiration dadurch, ne? So, weil der, also ich finde diese Herangehensweise, Geld als Mittel zum Zweck, zu sagen, okay, Alter, ich möchte ganz gerne so ein geiles Boot bauen, wo Bands aufnehmen können und bla. Und das kostet halt eine halbe Million. Und mein Leben und alles, was ich mir herum erschaffen habe, gibt mir die Möglichkeit, irgendwo eine halbe Million abzuschöpfen, um dieses Projekt zu finanzieren. Aber es geht halt nicht darum, irgendwie kann ich mir ein fettes Auto kaufen und mir ein riesen Schloss bauen und in Luxus leben, sondern es geht darum, ich habe eine verrückte Idee und ich möchte bitte, dass mir niemand irgendeine Grenze, auch sei sie finanzieller Natur, irgendeine Grenze setzt, dass ich dieses Projekt vielleicht nicht machen kann. Nur weil mir irgendwie eine halbe Mille fehlt. Und scheiß drauf, ob das Ding erfolgreich wird. Genau. Wenn ich das geil finde, ist das geil. Wenn ich mit Olli Schulz zum Schluss da drinnen sitze und wir uns beide feiern, dann haben wir genau alles richtig gemacht. Voll. Das ist für mich manchmal, guck mal, wir haben ja nun auch schon so ein paar Projekte zusammen gemacht. Und ich erinnere mich auch an dieses Musikvideo zu meinem Song Frei, was wir gemacht haben. Ja, so, ja. Und ich liebe dieses Musikvideo und bin da auch immer noch sehr stolz drauf, was wir da für ein schönes Musikvideo mit der lieben Jen Krause gedreht haben. Und Alter, weißt du, am Ende des Tages, was ist bei rumgekommen an Klickzahlen? Nicht die Welt. Nicht. Verstehst du? Aber das ist mir Wurst, weil mir geht es ums Video und mir geht es darum, was man da halt sieht und das ist halt geil und deshalb ist das halt irgendwie am Ende scheißegal und diese Denkweise, ich glaube, die öffnet wirklich Türen und bringt neue Möglichkeiten, weil das bedeutet halt komplette Freiheit, wenn du dich nicht daran koppelst, ob das Geld einbringt. Weil hätte Tim Meltzer diese Idee jetzt gehabt, der hätte dieses komplette Boot ja ganz anders gebaut. Aufgrund ja, dessen, dass Küche gebaut wird, Burger gibt und dann wird ja, die auf, Burger, genau, aufgrund dessen, Burger-Boot. Wenn es Geld einbringen soll, dann gehst du ja da gedanklich ganz anders ran. Ja. So wie wir mit unserem Podcast. Der ist ja komplett auf Profit getrimmt.
Da geht es ja um Geschwindigkeit. Wir bleiben genau in einer Stunde. Vorher werden die Gags genau geschrieben und getimed. Die Zielgruppe ist festgelegt. Weißt du, da geht es ja um Profitmaximierung hier bei Hübsches Winner. Ja, dieser Podcast soll eigentlich, nee, ist auch schon eigentlich eine Gelddruckmaschine. Ne? Genau. Also, geht um reine Luxusgüterfinanzierung. Genau. Also kannst du eigentlich rechnen. Also ich rechne immer pro Folge eine Rolex. So rechne ich eigentlich mittlerweile auch. Und ja. Und seitdem wir das machen, kann ja dein Vater auch endlich seine Bordellabrechnung von der Steuer hier abziehen, weil wir das drin haben. Oh, wenn das mein Vater hört, schöne Grüße. Ey, meine Nein, Herren, Spaß. Ey. Du bist aber so ein kleiner, ne? Ein Stichelfried. So ein kleiner Tu-nicht-gut. ich finde das geil, Alter. Ausschließlich um Luxusgüter zu finanzieren. Ja. Total richtig. Ja. Schau, der Sinn des Lebens. Wir sollten jetzt endlich mal langsam mal anfangen, hier Werbung zu schalten in dem Podcast. Ja, haben wir ja aktuell noch nicht mal nötig, ne? Nee, aber einfach könnte so noch ein bisschen mehr gebrauchen. Ja. Das hat mir halt fehlt für meine Uhren. Ich brauche noch so eine Maschine, die die den ganzen Abend so dreht. Ja. Damit die aufgeladen bleiben. Damit die aufgeladen bleiben. Aufgeladen ist, ne? Ja. Naja, das stört mich aktuell massiv. Es wäre auch schön, einfach ihn bezahlen zu können, der das macht. Weil dann kann er dabei noch putzen, die Uhr. Wisst ihr? Ey, genau, der kriegt quasi an seinen Wischmob unten so eine Halterung. Da kann er dann immer so 4 Rolex-Uhren reinmachen und dann beim Wischen lädt er die so, so auf. Und beim Fensterputzen, weißt du? Also ist ja, eigentlich ey, total, total super, weil dann kannst du das eine mit dem anderen verbinden. Finde ich. Ey. Mir ist gerade übrigens noch was eingefallen und zwar die Chance 50-50, dass ich dir eine kleine Freude heute machen kann. Nein. Ja. Und zwar. Weißt du mir was per PayPal oder was? Nee, nee. Und zwar, du hast mir doch, wir haben uns doch neulich ausgetauscht so über Kameras und so. Ich habe mir ja eine neue Kamera geholt und dann hast du mir nochmal dein langes Objektiv gezeigt, was du hast. Und da hast du mir doch gesagt, das ist doch ein Sigma-Objektiv, richtig? Ein Sigma, ja. Sigma, genau. Und da hast du zu mir gesagt, ja, Norm, hier, mein Objektiv habe ich mir geholt. Aber was ist nach einer Woche gleich passiert? Ich habe den Deckel verloren. Ja. So, pass auf. Ich gehe heute zur Tankstelle gefahren, tanken und habe eine Textidee in meinem Kopf. Das ist eine Songidee, 4 Textzeilen. Und ich kann mir ja nicht merken. Und ich rappe mir die immer wieder vor, dass ich die nicht vergesse. So, und denke, scheiße, das schaffst du niemals bis nach Hause. Und bin rechts rangefahren, habe mein Handschuhfach aufgerissen und habe alle durchwühlt nach Zettel und Stift, um das aufzuschreiben, weil, Randnotiz, ich mein Handy zu Hause vergessen habe. Ich hatte nichts, um das irgendwo aufzuschreiben. Ich konnte nirgendwo notieren, weil ich kein Handy dabei hatte. Ja. Und räume mein komplettes Handschuhfach auf. Und das Erste ist, ich wusste ja nicht, dass in mein 3-Liter Handschuhfach 14 Liter Müll reinpassen, Alter. Das Ding ist aufgegangen, wie diese Spaßbüchsen, wenn du so einen Deckel aufmachst und da kommt so eine große Luftschlange raus. So ist mein Handschuhfach heute im Auto explodiert, Alter. Das Auto sieht aus. Auf jeden Fall am Grunde des Bodens finde ich doch so einen Kameraabdeckungsdeckel, wo drauf steht Sigma. Ach. Ja. Ja, nice. So ein kleiner, runder, schwarzer Deckel, der vorne aufs Objektiv kommt. Und da ich noch nie in meinem Leben ein Sigma-Objektiv hatte, kann das doch nur von einem Stibizistan sein, der in meinem Auto mal irgendwann nackig gesessen hat. Nee, das kann aber tatsächlich nicht sein, weil ich seitdem ich dieses Objektiv habe, nicht mehr in deinem Auto gesessen habe. Ey. Besitze dieses Objektiv ja noch nicht sehr lange. Wann hast du dir das geholt? Januar, Februar. Diesen Jahres? Ja. Jetzt denkst du nach, ne? Jetzt ist so, jetzt nee, da hörst du. Das kann du nicht die, sein. Nee, das kann tatsächlich nicht sein. So, jetzt ist die Frage, die viel interessantere Frage ist, wo kommt dieser Deckel her? Weil ich hatte nämlich noch vorher noch nie ein Sigma Objektiv. Jetzt wirklich nicht? Nee. Gut, Alter, nee, ich rufe mal bei Sat1 an, bei Mitte melde dich. Du hattest doch mal ein Sigma Objektiv, was immer so in der, wo so die Blende ganz offen war, leicht unscharf geworden ist. War das nicht ein Sigma? Nee. Wie groß ist denn der? Ich habe ein Sigma-Objektiv. Du hast vollkommen recht. Ich nehme alle zurück, was ich gerade gesagt habe. Ich habe 2 Sigma-Objektive zu Hause. Und von dem einen fehlt der Deckel. Welche? Also von dem älteren steht dann? Da drum. Oder was? Ja, von dem älteren. Der ist relativ klein, der Deckel, ne? Der ist nicht sehr groß. Genau. Ja. Nee. Der ist. Hör mir auf. Ja.
Das kann sein. Was, das haben wir nicht mal irgendwie ein Shooting gemacht oder Videodreh oder irgendwas? Hast du die bestimmt? Ja, wir haben mal, im Wald haben wir mal Fotos gemacht. Ach, ich erinnere mich. Nee, die Fotos, aber auf die bin ich mit dem weißen sehr stolz. Die Fotos gibt's bei OnlyFans. Ey. Lass uns doch mal einen Schlüssel auf OnlyFans-Account machen. Ey, ich liebe diese Fotos übrigens aus dem Wald. Ich liebe diese Fotos übrigens auch. Meine roten Haare in Verbindung mit diesem grünen Laub überall. Das ist einfach komplementär Kontrast seiner Mutter. Sein Vater, meine ich. Ich kann es mir per Post schicken oder weiß ich nicht. Ich würde dir das entweder per Post schicken oder per PayPal halt einfach. Ja, oder ich komme mal rum mit der Mopete. Mal gucken, Das finde ich doch eine Idee. Und dann hole ich mir das ab. Genau. Ja, dann schiebe ich dir das hinten schön rein in deinen Rucksack. Richtig, genau. Schön immer, also schön. In diese kleine Tasche. Die ist ein bisschen eng. Die musst du vorher bisschen. Die mit so einer Gummilasche. Ich lege mal an das Ding und dann stecke ich das da so in den Schlitz. Geil, Alter. Krass, dass du die noch hast. Ey, das wäre natürlich super. Das Problem ist, das Witzige ist, dass das aber überhaupt nicht mein eigentlich richtiges Problem löst mit dem Kameradeckel. Warum du hast dich nämlich gerade falsch erinnert. Das Ding ist, ich habe den Kameradeckel von meinem Vogtländer verloren. Von der Leica. Ach so. Den habe ich verloren. Ist das was, was man sich zum Geburtstag wünscht? Vielleicht kann ich da noch was machen? Ich glaube, das ist eher so wie, wie bei Feuerzeugen. Die findet man einfach irgendwie. Hast du denn in deinem Leben schon mal ein Feuerzeug gekauft? Macht man einfach nicht. Nee, ich gehöre zu denen. Ja. Nee, macht man nicht. Aber ich habe auch schon viele für dich gekauft, gefühlt. Also ich kaufe immer zu ihr, weil du mir ja ständig alles klaust. Ich klau die immer. Ich habe die meine ganzen letzten 20 Jahre immer zusammen geklaut. Immer da, wo ich mal war, auf einer Party oder irgendwie fremden Leuten aus der Hand einfach direkt. Da mache ich ja kein Riesending draus. Das ist einfach so. So, Norm, also jetzt ein bisschen die Luft aus, merke ich. Wir sind ein bisschen geschafft wahrscheinlich vor Osterwochenende. Eine Sache habe ich noch. Oder hast du noch was? Ach so, nee, dann hau mal raus. Ich habe gerade nicht das Gefühl gehabt, wir schlafen nicht ein. Nee, ich habe und zwar habe ich im Internet diese wunderbare Kategorie entdeckt, Redewendungen, die ich immer falsch verstanden habe mein Leben lang. Und möchte ich mal eine raushauen, die ich neulich gefunden habe, und zwar, wer zuerst kommt, mal zuerst. Also ich habe mein Leben lang nämlich immer gedacht, dass wer zuerst kommt, mal zuerst, wirklich der ist, der zuerst malen darf. Malt. Also der malt einfach mit einem Stift, mit einem Pinsel, mit irgendwas, malt er die Wand an. Und wie das doch so ist, ne? Wie man sich auch einfach 20 Jahre seines Lebens sich auch einfach das einfach nicht hinterfragt, dass das auch überhaupt keinen Sinn macht. Ne? Also für mich war immer so, ja, wer zuerst kommt, mal zuerst, mein Freund. Den, ganz einfach. So ist es. Habe ich ganz oft benutzt. Und dass ich niemals hinterfragt habe, was soll denn das eigentlich bedeuten, dass ich dann zuerst malen darf? So, wer ist das aus dem Kindergarten? Wer hier zuerst die Stifte hat, der malt zuerst oder was? Das kommt doch von früher, ne? Von den Müllern. Von den Müllern, die nämlich gemahlen haben. Mhm. Und die mussten sich die Bauern irgendwie damals anstellen bei den Getreidemühlen, um das Korn dort mahlen zu lassen, weil die ja keine eigenen Mühlen alle hatten. Das heißt, die haben dann ihr Getreide dort zur Dorfmühle geschleppt, mussten sich anstellen und durften dann ihr Korn selber mahlen. Und naja, der zuerst da war, der hat zuerst gemahlen. Der zuerst kommt, mal zuerst, mein Freund. Da habe ich noch einen für dich. Noch einen? Ja, ich kenne ganz viele davon. Pass auf. Und zwar kennst du den Spruch, warte mal, wie kann ich das in einen Satz verbauen? Nee, ich sage es einfach so, wie es ist. Und zwar im Torschlusspanik. Ja, habe ich noch nie hinterfragt. Torschlusspanik. So, pass auf. Ich dachte immer, das ist die Torschusspanik. Ich dachte immer, Torschuss, ne? Also für Fußballer. Aber das ist doch Torschlusspanik. Hast du das genau, nicht gehört? Genau, ich dachte aber immer, das... Nee, noch nie. Habe ich noch nie gehört. Okay. Ich dachte mal, das ist die Torschusspanik. Und das war für mich auch total erklärbar. Von wegen, naja, wenn der Fußballer da steht am Elfmeterpunkt und ein Tor schießen muss, dann kriegt der Panik, dann hat der Angst, dann ist er ein bisschen nervös. Und das ist die Torschusspanik. Aber interessanterweise habe ich das L immer gehört. Für mich war immer Torschlusspanik. Aber die Herleitung war genau die gleiche wie bei dir. Ich habe trotzdem gedacht, dass das immer mit Fußball zu tun hat. Nee, man kommt aus dem Mittelalter, von Burgen. Wenn
irgendwann ab 22 Uhr wurde das Tor, das Haupttor der Burg oder der Stadt geschlossen. Da bist du nicht mehr reingekommen. Okay. Deswegen Torschlusspanik. Und da hast du dann Panik gehabt, dass du nicht in die sichere Stadt kommst. Hattest. Damals war das ja noch so, dass wenn du nicht in der sicheren Stadt warst oder so, da draußen waren die Wölfe, die Diebe, die Halunken. Mhm. Okay. Das ist die Torschlusspanik. Nee, Torschlusspanik. Und ich hätte noch ihn. Ihn habe ich noch. Ey, aber wenn der gut ist, dann heb ihn für nächste Woche auf. Sag mal, apropos. Haben wir letztes Mal einen Cliffhanger gehabt? Weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Soll ich mal reinhören? Nee, also wenn, dann machen wir nächste Woche einfach. Ja, komm, scheiß drauf, oder? Das ist irgendwie, ich überlege gerade, habe ich mir irgendwas notiert? Nee, Alter, ich weiß es nicht. Also wir hatten noch bestimmt irgendeinen Cliffhanger gehabt. Ach, doch, ich hab den, einen Cliffhanger. Mit den genau. Ohrenstäbchen. Gut, handeln wir auch noch ganz kurz ab. Du hast Angst, mit Ohrenstäbchen durch die Wohnung zu laufen. Du kannst dir keine Ohrenstäbchen in die Ohren stecken, wenn irgendjemand im Raum ist. Und generell machst du dir Ohrenstäbchen lieber in einem geschlossenen kleinen Raum drin. Genau. Okay. Und die Frage ist, welche besondere Angst du da hast. So. Mhm. Und ich habe ewig überlegt. Und eigentlich kann es nur sein, dass du Angst davor hast, dass wenn du das Ohrenstäbchen aus deinem Ohr wieder rausholst, dass da so viel Ohrenschmalz dran ist, dass dir das mega peinlich ist, dass es jemand anders sehen könnte. Hm. Dass du da so Schnitzel in den Ohren hast. Das Problem ist, du bist schon wieder sehr nah dran, deine Idee. Ja. Aber das Problem ist ja dadurch, dass ich ja Ohrenstäbchen auch sehr inflationär benutze, also sehr, sehr häufig, weil mir macht es sehr viel Spaß, mir meine Ohren zu putzen. Ja. Das ist für mich, ich kriege da immer richtig so Gänsehaut, wenn ich das mache. Verstehe ich, ist leider überhaupt nicht gut für das Ohr, aber gut. Oh, überhaupt nicht. Mir tun auch so ständig die Ohren weh und die Lymphknoten unter den Ohren, weil das immer ständig so ein bisschen zu aber viel... Aber bist du dann süchtig danach oder kannst du nicht einfach das dann sein lassen? Ich glaube, ich bin süchtig danach. Ich glaube, ich brauche das. Aha. Ich glaube, ich habe da ganz komische Sache entwickelt. Das ist eine Sucht, die will ich vielleicht mal bearbeiten. Mit Ohrenstäbchen. Ohrenstäbchen sollen da helfen. Oder so in Creme getupfte OBs. Die sind ja, die nehmen ja noch ein bisschen mehr Raum ein. Boah, ja. Ich war mal Nasenspray-abhängig. Aber das erzähle ich nächstes Mal. Da bin ich zum Glück drum rumgekommen. Ich war mal morphiumabhängig, aber das wird in der nächsten Folge. Aber aus Versehen. Ich war aus Versehen morphiumabhängig. Ich bin heroinabhängig gewesen für 3 Jahre. Ja, okay, die Geschichte ist ja tatsächlich eine etwas längere, die sollten wir uns mal aufheben, ja, die Morphium-Geschichte. Also, ich erzähl dir mal ganz kurz, was ich für ein Problem mit meinen Ohrenstäbchen habe. Ist. Ich habe noch. Achso, Entschuldigung, warte, Ines, bevor du erzählst, darf ich noch einen zweiten Tipp abgeben? Mhm. Aber den würde ich irgendwie so, das fand ich so langweilig dann, wenn es das ist. Und zwar dachte ich, wenn du Angst hast, Ohrenstäbchen dir drin zu machen, in einem Raum, wo auch eine andere Person sein könnte, dass du große Panik davor hast, dass dir die jemand in die Ohren reinhaut. Also, weißt du, du hast ein Ohrenstäbchen in dein Ohr und jemand kommt und kloppt dir auf die Seite. Das ist vollkommen richtig, Norm. Ja, das ist es, aber die Angst hat doch jeder Mensch, der Ohrenstäbchen im Ohr hat, dass einer dir die ins Ohr rammen kann oder nicht. Das ist doch voll die grausame Vorstellung, jetzt mal ernsthaft. Weißt du, wie das weh tut? Ja, das tut ja nicht nur weh, sondern das macht dich ja auch taub im schlimmsten Fall. Wenn es durchs Trommelfell durchgeht. Ich weiß ja nicht, wenn das jetzt noch weiter riniert, ist das Gehirn noch? Nee, ist eigentlich nicht mehr. Bis ans Gehirn kommt das leider nicht. Aber da kannst du ja auch gehbehindert von werden, wenn du hinten den Rückenmark durchtrennt. Also ich stelle mir das halt richtig brutal schmerzhaft vor. Oder so durchs Auge durchkommt, ne? Ja. Und dann ploppst dein Auge so von innen nach außen raus. Aber ich stelle mir das richtig brutal schlimm vor. Das ist so eine ganz schlimme Vorstellung, wenn jemand das macht. Und dann hast du vielleicht auch noch so einen Tag, wo du sagst, okay, ich mache mir heute mal beide Ohren gleichzeitig sauber. Und dann kommt jemand von hinten und macht so Pock. Und haut dir diese Ohrenstäbchen in eine Aua. Ich hatte das ja schon, ich hatte diesen Gedanken ja. Und dann dachte ich so, aber in was für einer menschlichen Umgebung hältst du dich denn auf, dass du davon ausgehst, dass jemand auf die Idee kommen könnte, dir ein Ohrenstäbchen ins Ohr zu hauen? Also das ist ja massiv nicht lustig. Das ist ja wie wenn du mit einem Messer spielst und einer kommt von hinten an und haut dir ein Messer in die Brust, weil du das gerade in der Hand hast. Haha. Ja, ich habe halt Angst davor, dass das irgendwie, krass. Weiß ich nicht, kann ja sein, dass jemand das irgendwie lustig findet und ich vertraue da einfach niemanden. Das ist ja krass. Ich meine, also, könnt ihr die Angst verstehe ich.
Aber trotzdem könnte ich mir neben dir die Ohren putzen, weil ich. Aber ich meine, es gibt ja die Angst hat ja auch noch eine zweite Form, die ist nämlich die, ich tue mich damit aber auch schwer, durch die Wohnung zu laufen. Weil, stell dir vor, ich stolper und dann falle ich genau auf die Seite von meinem Kopf. Ja. Während ich das Stäbchen im Ohr habe. Ich glaube, da würde nichts passieren wiederum. Weil ich glaube, dieses Stäbchen würde abknicken. Nee, Alter. Also wir haben ja nicht. Mittlerweile, ja, gibt es ja diese, ich glaube, anders gibt es das gar nicht mehr, ne? Diese Ohrenstäbchen haben ja jetzt so Papierstäbe. Die sind ja nicht mehr aus Kunststoff. Bei mir sind die noch richtig original aus Kunststoff. What? Da, also wenn du schon abhängig bist, dann bitte von dem guten Zeug. Da holst du dir mal welche, die aus Papier sind. So, und die knicken halt auch wesentlich schneller um, was jetzt beim Ohrenputzen überhaupt nicht wichtig ist, weil da passiert es nicht. Aber ich glaube, wenn du mit so einem Pappding auf den Boden fällst, ja gut, okay. Okay. Ja, ist ja spannend. Das ist also, okay. Na gut, das tut mir sehr leid für dich, dass du unter dieser Angst leidest. Also ich verstehe die Angst total, aber das tut mir auch irgendwie leid, dass das so weit geht, dass du quasi davon ausgehst, dass dir das jemand antun könnte. Ja, ich habe da echt große Angst vor. Also so ein Fremder vielleicht. Nee, auch mein privates, näheres Umfeld. Ja. Also könnte mir auch durchaus vorstellen. Also die Ente, die bei dir wohnt. Ich habe Laufenten oben auf der Terrasse. Piep wohnt mit einer Ente zusammen. Gut. Okay. Übrigens habe ich heute eine Ente bei mir im Garten gehabt. Zwei. Das fand ich krass. Das hier jetzt geht's langsam los. Alter. Wohnen die jetzt dauerhaft bei dir, oder? Nee, die sind einfach durch den Garten, laufen zwei Enten, Alter. Hier ist ja kein Teich oder sowas. Laufen hier einfach zwei Enten rum. Vielleicht haben die eine Zwischenlandung gemacht. Auf dem Weg irgendwann. Norman. Ja. Ich würde sagen, für heute machen wir Schluss. Auf jeden Fall. Ich hab einfach nichts mehr. Ich bin durch. Habe ich dich heute ausgelaugt? Ja. Okay. Aber ist nicht schlimm. Aber wir können nächstes Mal erzählen wir die Geschichte, warum du nasensprayabhängig geworden bist und wie du da wieder rausgekommen bist aus der Nummer. Ja. Und ich erzähle ein bisschen was von meiner Morphiumsucht. Ja. Ja, genau. Kannst du dich ja mal outen. Ob ich immer noch nasensprayabhängig bin und du immer noch morphiumabhängig bist. Also ja, genau. Ich erzähle über meine Morphiumsucht und du erzählst über deine Nasenspraysucht. Ich glaube, das ist auf jeden Fall, das ist ein guter Cliffhanger. Okay, geil. Ja? Na denn, Mach doch mal die Verabschiedung. So, Freunde, das war die Osterfolge Hübsche Söhne, die gar nichts mit Ostern zu tun hatte. Das Ostern-Spezial, was nichts mit Ostern zu tun hatte. Nichtsdestotrotz, wir haben uns wieder, Abmord habe ich noch nicht so oft gemacht. Da muss ich kurz üben. Wie macht man das denn? Na, einfach Tschüss sagen. Weißt du, tschüss, so, oder? Ich würde ja nicht jetzt noch eine Zusammenfassung der Folge, würde ich jetzt glaube ich gar nicht machen, sondern einfach nur so, ey, geil, dass ihr da zugehört habt. Ja, stimmt, pass auf, ich weiß das, Achtung. Und irgendwie noch so ein Call to Action mit einbauen, wäre gut. Genau. hat Moni mir gerade nochmal ein SMS geschrieben, wir sollen noch ein Call to Action am Ende einbauen. Machen wir. CTA. Ja, genau. So, Freunde, das war unsere Osterspezialfolge von Hübsche Söhne, die nichts mit Ostern zu tun hatte. Wir freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder einschaltet von Hübsche Söhne, dem relevantesten Beste-Freunde-Podcast auf Spotify.de exklusiv und überall, wo es noch Podcasts gibt. Jetzt einschalten, ausschalten, anhören, reinhören. Ja. Oder? Ja, und der Call to Action war jetzt, dass die nächste Woche nochmal reinhören sollen, oder was? Das ist dein CDA gewesen. Ach nee, der Call to Action ist, pass auf. Und bitte schreibt uns mal das Thema, was zu dem Thema mit Finn Kliman, dem Leuchtturmpimmel, wie ihr das findet. Und vor allen Dingen, du musst noch diesen Support-Aufruf machen, dass die die Folge in ihrer Instagram-Story teilen. Boah. Okay, pass auf, Norm. Ich mache das nochmal komplett neu. Nee. Und du? Nee, häng das einfach. Ich schneide das so ran. Häng das einfach noch mit hinten ran. Ich schneide das dann. Okay. Kein Problem. Also. Wie viel von diesen Mozartkugeln hast du denn jetzt eigentlich heimlich gegessen während der Podcast-Folge? Das ist ein Apfel, den ich hier heimlich esse. So mit ganz kleinen Bissen. Die Nummer kurfte doch keiner ab. Den hast du doch so abgebissen da auf deine Couchkante gelegt. Das, was ich dich frage. Der ist eigentlich so schnell hoch. Ist so ein Kunstapfel. Seit wann frisst du? Ja, seit wann frisst du Äpfel? Ja, wir haben nichts Süßes mehr zu Hause. Oh. Mann, Leute, pass auf. Also, im Podcast, ey.
Schreibt uns gerne mal eure Meinung zum Thema Finn Kliman und dem Pimmelgate an der Wand. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, macht einen Screenshot, teilt diese Folge bei euch auf Instagram oder wenn ihr noch auf Facebook seid, dann auch gerne dort. Ja. Bloß nicht so gerne, aber. Und vielleicht machen wir in Zukunft einen OnlyFans-Channel, wo ihr private Bilder. Ey, vielleicht könnt ihr aber auf Facebook in euren Mutti-Gruppen mal den Podcast teilen. Das würde ich gut finden. Ja. Weil da ist ja hohes Engagement. Voll. Ah, fand ich gut. Ey, ohne Scheiß, dieses Moderieren, das liegt dir. Ich habe da so das Gefühl, dass da irgendwas bei dir ist, was so in dir glänzt. Ich brauch dich dafür immer noch ein bisschen, weil ich muss immer meine Gedanken ordnen. Aber ich glaube, wenn ich dann so den Drive habe, den Flow, kann ich das ganz gut. Ich finde auch. Gut, ja. Leute, an dieser Stelle auch von mir, danke für Zuhören. Und wir haben heute den 5. April. Am 9. April hat Piet Geburtstag. Schreibt mal bitte alle eine schöne Nachricht an unseren Hübsche Söhne-Kanal und gratuliert ihm. Kommt weiter mal. Wenn ich am 9. April Geburtstag habe, ne? Ja. Und die Folge kommt wann raus? Na, am Mittwoch, am 7. Ja, dann können die Leute mir am 9. erstmal gleich gratulieren. Naja, klar. So, gut. Norman, es war mir ein Fest. Macht's gut. We love you. We love you. We love you. We love to Relevanz. Ich finde mit diesem relevantesten Beste-Freunde-Podcast finde ich richtig gut, Alter. Das ist der Slogan deines Lebens. Weil es so einfach stimmt. Ja, nee, weil es wirklich, weil seitdem wir das ja offiziell auch anerkannt bekommen haben, also wir haben ja so ein Siegel dafür gekriegt vom Bundesamt für Relevanz. Vom Relevanzamt. Vom Relevanzminister. Der Relevanzminister hat ja nun auf jeden Fall entschieden, dass wir relevant sind. Und ich finde, wir sollten das auch bei Instagram mit in unsere Beschreibung damit drin hauen und so. Ja. Marketing 2. Omnichannel Marketing. Der relevanteste. Vom Omnibus zum Omni-Marketing. Omnibus-Marketing. Wisst ihr, was wir bei nächster Folge mal machen müssen? Mal ein bisschen mehr. Wir haben halt ein bisschen rumgeeiert. Wir sind nicht so richtig auf den Punkt gekommen, hatte ich das Gefühl. Halt, das war die lustigste Folge, die wir jemals gemacht haben. Ja, okay, dann sind vielleicht meine Antennen kaputt. Ich mag das total. Wenn du so ein Apfel isst und wir dabei so ein bisschen talken. Hübsche Söhne, der Podcast. Dann schreibe ich das oben rein. Ja, okay, gut. So, stopp oder was hier? Ja, komm, mach aus, die Maus. Mach aus. Ende aus, die Maus. Maus. Könnt ihr auch. Mach aus, die Maus ist, wenn du so eine Sexpuppe hast. Der war Meta. Der war richtig Meta-Ebene. Ich mach jetzt aus, die Maus. Komm zu deiner Freundin drin, so jetzt, mach aus, die Maus. So, Ende Gelände.